eindeutig zu viele von diesen Dingern hier. Tomaten. Was soll man sagen? Ich bin ja auch so, ne? Ich muss ja jedes Jahr was Neues ausprobieren. Mal abgesehen von den Standardtomaten, die hier jeder hat, ne? So kleine Cocktailtomaten, muss ich natürlich jedes Jahr was Neues ausprobieren. Hier Fleischtomate, die Schokoladentomaten, dann so kleine Orangentomaten hier und natürlich auch die Flaschentomaten. Alles ausprobiert. Sind 8 Pflanzen insgesamt. Das Problem ist, irgendwann ist der Hunger auf Tomate gestillt. Aber was machst du mit so viel? Tja, nachdem wir den Basilikum heute geerntet haben, haben wir uns gesagt, machen wir ganz einfach, wir machen Tomatensoße von und die kochen wir ein für den Winter. Das Ganze seht ihr hier in diesem Video. Sind ja genug Tomaten da. Man muss ja nur ein bisschen verarbeiten, ne? Aber gut, das kann ja auch Spaß machen. Wie mache ich das Ganze? Ganz einfach. Ich nehme einfach die Stielansätze raus, wie ihr seht, und schneide den Rest einfach schön in Stücke. Und dann kommt hier in meinen Topf, kommt Basilikum zu, kein Salz, kein Pfeffer, kein Zucker oder was da sonst immer drin ist. Kocht das auf und dann kommt es in Gläser, wird vorher nochmal ordentlich püriert und dann in die Gläser und fertig sind wir. Naja, ich werde erstmal ganz fix, ihr wisst ja, das dauert immer einen Moment bei mir, meine Tomaten alle schälen, schneiden und soweit fertig machen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das Ganze im Kochtopf brodelt. Bis gleich. Ihr seht mich mal mittig, aber... Das ist ja auch mal nicht tragisch. Es soll ja nur um die Tomatensauce gehen. Ja, wir haben jetzt hier, wie ihr seht, die ganzen Tomaten geschnitten. Die eine Hälfte liegt da noch. Das passte nicht so ganz in den Topf. Also lassen wir das Ganze jetzt ein bisschen einköcheln und dann kommen die restlichen dazu. Nachher hier Basilikum, sehr toll, mit rein. Und dann lassen wir das ungefähr echt 2 Stunden köcheln, weil es muss... Feuchtigkeit raus, es muss ein bisschen andicken und halt der Basilikum soll halt den Geschmack auch an die ganzen Tomaten abgeben. Ganz zum Schluss nehme ich meinen, ich nenne ihn immer Zauberstab, eigentlich ist es ein Pürierstab, püriere ich das Ganze, damit die Schalen und alles dann auch schön klein sind und fertig ist unsere selbstgemachte Tomatensauce. So, ich rühre das Ganze jetzt. Und wir gucken einfach zwischendurch mal rein, was aus unseren Tomaten hier geworden ist. Ne? So ihr Lieben, da bin ich wieder. Das kocht jetzt hier schon einige Zeit. Ihr seht, die Tomaten sind schön zerkocht. Und jetzt kommt einfach der gesamte Basilikum da erstmal mit rein. Der löst sich auch fast auf. Also der wird ruckzuck klein. Das ist so ähnlich wie Spinat. Wenn der... mit Hitze in Berührung kommt, dann wird er matschig. Aber das soll er ja auch werden. So. Und weiter geht's. Wir sehen uns in einer halben Stunde. Ich habe wieder meinen Männerspaß. Ich berühre. So. So ist es so gut wie fertig. Jetzt kochen wir sie nochmal auf. Alles in einem Topf und dann schön in Gläser ab. Und dann haben wir unsere Soße für den Winter. Manche Dinge gehen einfacher, als man sich das denkt. Ich hatte mir wieder meinen Messbecher genommen und habe gedacht, so füllst du den Messbecher und dann kippst du das rein. Aber es geht auch ausnahmsweise mal mit meinem kleinen Trichter. So, Tomatensauce drin.
Deckel drauf, umdrehen, heiß genug, zieht zu, fertig. Ja, das war Tomatensauce selber gemacht aus Tomaten aus dem Garten, Basilikum aus dem Garten. Haben wir was für den Winter. Wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut, ich mach das fertig.